Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Endlich mal wieder. Heute ist aber alles anders, denn ich koche nicht ganz einfach, sondern 10.000 Kalorien. Und die kann ich nicht alleine essen, sondern ich brauche jemanden, der darin Erfahrung hat. Und deshalb habe ich Franklin eingeladen, mein Lieber. Was geht ab? Servus. Du bist eine Maschine, 10.000 Kalorien, 20.000 Kalorien, alles schon gegessen. Hier stehen schon die Zutaten fürs Frühstück. The Rock French Toast. Oh ja. Das ist so, Real Talk, mein Lieblings-Cheat-Meal. Von allen Frühstücken, die man essen kann, gerade bei so einem Cheat-Day. Ich weiß auf jeden Fall, wenn du es gut machst, dann wird das ein richtiger Best-Chance. Uiuiui. Ich leg mich ins Zeug, mach du dir es bequem und wir gehen an die Arbeit. Beginnen wir mit den Zutaten. Ein gesamter Brioche-Zopf, 4 Eier, Zucker, brauner Zucker, Zimt, Milch, eine Prise Salz, Erdnussbutter, Ahornsirup, Puderzucker, Vanille und Sahne. Also eigentlich alles, was hier steht, hat viele Kalorien. Insgesamt ist das schon eine ziemliche Bombe zum Frühstück. Besonderheit bei dem The Rock French Toast ist, dass sie so schön dick bleiben. Deshalb müssen sie ein bisschen aufsaugen. Ich habe mir schon was überlegt, wie wir nachhelfen, dass auch wirklich überall in diesem Brioche diese French Toast Mischung ist. Als allererstes Eier aufschlagen, Prise Salz, Vanilleextrakt und die Milch. Natürlich Vollmilch. Jetzt verquirlen wir das alles. Also ordentlich hier schön drehen und man sieht direkt, das saugt sich sehr, sehr schön voll. Ich habe einen Trick, Franklin hat gesagt, er hat sich die Dinger schon häufiger selbst gemacht und rein logisch, finde ich, kann die Flüssigkeit ja nur mit Zeit in die Mitte ziehen. Das funktioniert bestimmt auch gut. Ich habe hier aber so eine Quetschflasche, mit der ich jetzt ein bisschen von unserer Flüssigkeit einfach in das Brioche-Brot reinspritzen werde. Guckt euch das mal an, ich fülle das hier jetzt richtig schön auf mit unserer French Toast Flüssigkeit einfach in die Mitte rein. Ich glaube, wir sind da eine gute Sache auf der Fährte. Machen wir uns jetzt eine Pfanne, stellen sie auf den Herd bei mittlerer Hitze, kann schon mal langsam warm werden. Bisschen Butter, 50 Gramm. Und wenn wir hier drüben bei den French Toast mal gucken, von der Flüssigkeit, die wir am Anfang hatten, ist wirklich nicht mehr so viel übrig. Es wird jetzt Zeit, unsere French Toast in die Pfanne zu geben, in unsere Butter, wo wir sie jetzt langsam goldbraun braten von allen Seiten. Wir haben jetzt hier oben wirklich schon eine schön geschlossene Schicht. Unten ist auch fertig, jetzt braten wir das von allen Seiten noch einmal an und dann steht dem perfekten French Toast nichts mehr im Weg. So geht das Ganze jetzt bei 100 Grad in den Ofen für 10-15 Minuten, sodass es durcherhitzt wird. Weiter geht's mit der Soße. Für die Soße brauchen wir Ahornsirup, Kokosmilch und Erdnussbutter. Alle drei Sachen haben richtig viel Kalorien. Die gebe ich einfach in meine Schüssel und verrühre sie dann mit einem Schneebesen zu einer himmlischen Masse. Zwei Dinge fehlen noch für unser Topping. Einmal Kokoschips. Einfach in der Pfanne kurz angetoastet, die geben uns den Crunch später. Und eine Schlagsahne, Puderzucker. Weil Schlagsahne nicht schon süß genug ist. Genau. Und eine Vanilleschote. Schön in der Mitte halbieren. Und jetzt das Ganze einfach schön steif schlagen. Perfekte Sahne-Konsi ist erreicht. Nochmal kalt stellen und dann gleich servieren. The Rock French Toasts und das Ganze toppe ich jetzt noch frisch für dich mit einer Nocke Sahne pro French Toast. Was auch krank zu glauben ist, dass das jetzt über 4000 Kalorien hat. Ja, ihr seht es eingeblendet, ich glaube, das hat, vielleicht hat sogar 5000 Kalorien, aber ich esse wahrscheinlich eins, Franklin isst drei, weil ich kann nicht so viel essen. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du kennst das ja, ne? Du hast ja auch schon die eine oder andere Folge PK gesehen. Ja. Probieren, Pokerface, kleine erste Einschätzung vielleicht und dann reden wir darüber, wie es wirklich geschmeckt hat. Ich kann mir vorstellen, es wird schwierig, aber ich werde mein Pokerface auflegen. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich finde die Konsistenz dieses Matschiges sehr nice und auch die Kokoschips sind halt echt wichtig, dass man so ein bisschen Crunch drin hat, ein bisschen was, wo der Zahn sich so fangen kann. Mhm. Ich bin low-key satt. Es schmeckt jetzt noch geiler, weil es halt das Frühstück ist, die erste Mahlzeit des Tages. Mhm. Da kommen natürlich noch viele Faktoren dazu, aber ich würde sagen, an dem Punkt nehme ich einfach meinen Mund und esse und dann gibt es ein Fazit, oder? Jo, wir sehen uns gleich wieder. Ich kann nicht verstehen, wie du jetzt gerade noch weiter essen kannst. Ich habe eins und ein bisschen gegessen und du verdrückst gerade Nummer drei. Und wirklich, mir geht es schon ein bisschen schlecht. Mir geht es so ein bisschen besser. Weggeputzt, ich kann nur so viel sagen, es ist unfassbar lecker. Jetzt frage ich mich aber, wie schneidet der The Rock French Toast ab? Das ist einfach eine 10 von 10, weil das ist wirklich, das ist mein Lieblingsmeal. So, 10 von 10? Ich habe dieses Essen studiert, du hast das erste Mal heute gemacht, das ist also richtig krass abgeliefert. Aber ich habe das auch gefühlt in meinem Herzen und genauso werde ich die nächsten Speisen fühlen. Machen wir weiter mit dem Mittagessen, das hat es absolut in sich. Triple Smash Burger mit Mac and Cheese! Das ist, was es jetzt gibt. Ganz leichtes Mac and Cheese Rezept, das Beste von Kenji Lopez All.
Topf mit Elbow Macaroni füllen. Ganz wichtig, dass es die sind, die so um die Ecke gehen. Und jetzt füllen wir das Ganze bis zur natürlichen Fülllinie mit kochendem Wasser. Das Ganze salze ich jetzt und lasse es so lange kochen, bis das ganze Wasser entweder eingezogen oder verkocht ist. Dann gebe ich die gleiche Menge Käse und Kondensmilch dazu. Und das ist alles, was ich für die perfekten Mac and Cheese tun muss. Hier drüben haben wir extra dick geschnittenen Bacon. Den lassen wir jetzt auf unserem Blech im Backofen schön aus. Der braucht auch 20, 30 Minuten Zeit, deshalb wichtig, das direkt zu Beginn zu machen. Natürlich halten wir es nicht ganz so simpel bei unserem Smashburger. Wir wollen richtig auf die Kacke hauen. Deshalb mache ich noch karamellisierte Zwiebeln dazu. Ordentliche Ecke Butter. Machen wir mal 50 Gramm rein. Geben wir eine fein geschnittene Zwiebel. Die Nudeln sind gekocht, Wasser ist weg. Jetzt geben wir die Kondensmilch drüber. Und zur Kondensmilch frisch geriebener Cheddar-Käse. Und wenn es später zu trocken sein sollte, geben wir einfach ein Stückchen Milch oder Wasser hinzu und kriegen diese tolle, das ist eine tolle Feuchtigkeit. Mama mia, einfach wunderschön. Der hat so viel Fett verloren. Und da wir hier eine Kalorien-Challenge machen, werden wir das logischerweise nicht einfach wegschütten oder so, sondern zu unseren karamellisierten Zwiebeln hinzufügen. Eigentlich war der Plan, den auf den Burger zu bekommen, aber er war sogar zu dick geschnitten. Weshalb wir ihn jetzt ein bisschen klein schneiden werden und dann in die Mac and Cheese einarbeiten. Alles ist vorbereitet. Mac and Cheese, karamellisierte Zwiebeln mit Baconfett. 6 Kugeln Rindfleisch, bereit zum Smashen. Angetoastete Brioche-Buns, Ketchup, Mayo und Bacon. Ich werde als allererstes mal die Buns mit Mayo bestreichen, die Unterseite mit Mayo, auch hier natürlich nicht zu knapp. Ne? Wir sind immer noch in einer Kalorien-Challenge. Kennt das mittlerweile. Rindfleisch, natürlich würzen das Ganze, Salz und Pfeffer und Leute, 3 Patties, 3 Scheiben Käse. Wow, das sind einige Kalorien. Jetzt müssen wir nochmal die Macaroni fertigstellen. Die sind jetzt schon so ein bisschen angetrocknet. Wie gesagt, ganz einfach ein bisschen Wasser hinzugeben. Geben wir hier drüben die karamellisierten Zwiebeln on top. So klingen gute Mac and Cheese. Und jetzt kommt der Bacon hinein. Wir krönen unseren König und richten an. Ich hoffe, du bist bereit. Was kommt jetzt? Das, was hier kommt, ist wirklich unglaublich. 2 Triple Smash Burger. Mit ein bisschen über einem halben Kilo Mac and Cheese mit Bacon. Dazu ein schönes Bierchen. Das schaut für mich jetzt, also das Frühstück sah jetzt wirklich noch easy aus. So für so ein entspanntes Meal, aber das schaut für mich jetzt wirklich nach wie so ein Wettessen, so krank aus. Gehen wir rein, oder? Wie viele Kalorien sind das jetzt hier? Rein da. Ess schön auf und dann gibt's die Bewertung. Geh mal in die Timelapse. Ich sag so viel, ich glaube, für meinen Teil brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Hilfe. Ich habe nicht an uns geglaubt oder nicht an dich geglaubt. Dass du das noch geschafft hast, Respekt. Ich bewerte jetzt auch nicht die Menge, ne? Deswegen kriegen die Mac and Cheese von mir eine 7 von 10. Okay, also ich kann es verstehen. Mhm. Ich habe mich ja auch für die Mac and Cheese entschieden aus dieser Kalorienperspektive. Ne? Die haben ja ordentlich Kalorien auch. Ja. Ich dachte mir, eine Beilage brauchen wir, die reinhaut. Und ich muss sagen, der Burger hat geil geschmeckt, die Konsistenz, die Buns und sowas, sehr, sehr, sehr nice. Das Fleisch hatte schön den Crunch, war auf dem Punkt. Allerdings hat mich das tatsächlich die Mayo doch echt gestört. Und zwar, ich habe von dem Fleisch nicht so viel rausgeschmeckt, weil einfach die Mayo so beiß drauf, Mayo liegt auf der Zunge. Deswegen kriegt der Burger von mir 8,5 von 10. Insgesamt würde ich dem Gericht eine 8 von 10 geben, weil einfach der Burger doch stärker gewogen hat. Also 8 von 10 will ich mich nicht beschweren. Jetzt schauen wir mal, wie das Abendessen wird. Davor erstmal ein bisschen durchschnaufen. Ich muss ein bisschen was vorbereiten. Franklin geht ins Gym, damit er wieder Kraft hat und Power hat. Und wir sehen uns gleich in der Küche. Kommen wir zum Abendessen. Wir machen eine Korean Barbecue Chicken Pizza mit Cheesy Crust. Es klingt wieder nach Kalorien, es klingt wieder lecker und genau das wollen wir auch schaffen. Pizzateig ist der vom letzten Video, die beste Pizza, die du zu Hause machen kannst. Aber wir backen heute im Pizzaofen, sodass es nochmal eine Schippe krasser wird. Also, los geht's. 12 Gramm Hefe gebe ich in 400 ml lauwarmes Wasser. Wenn die Hefe aufgelöst ist, geben wir unseren Zucker dazu und unser Olivenöl. Jetzt können wir in unsere Rührschüssel das Mehl geben, dann das Salz dazu. Rühren wir das Salz schon mal ein bisschen unter. Und dann geben wir nach und nach die Flüssigkeit dazu. Nach wenigen Minuten sieht das Ganze so aus. Dann lösen wir es einmal ab und geben das Ganze zum finalen Durchkneten auf unser Blockboard. Lange nicht Werbung für Block gemacht. Block.shop, guck vorbei, Salzbox, Scraper, Brett,
Eigentlich ist der Teig ja für 4 Pizzen, da wir aber eine Cheesy Crust machen, muss unsere Pizza ein bisschen größer sein. Wir klappen ja dann den Krustenanteil wieder ein. Unsere Behälter ölen wir ordentlich, dritteln wir das Ganze. Die einzelnen Kugeln nach innen falten, dass sie schön geschlossen sind. Wie wir Teig machen, habt ihr schon ein paar Mal gesehen, auch wie wir die Soße machen, alles drum und dran. Bei dieser Pizza kommt es vor allem auf die Toppings an. Und um die kümmern wir uns jetzt. Wir nehmen uns Hähnchenkoteletts und schneiden sie in Chicken-gerechte Größen. Das Beste ist, für die Marinade brauchen wir nur geriebenen Ingwer, etwas Öl, Pfeffer und Salz. Jetzt das Ganze gut durchkneten und marinieren lassen. Das wird unser Korean Fried Chicken. Das Chicken ist mariniert, jetzt müssen wir es nur noch panieren. Und da es Korean Fried Chicken ist, machen wir das in Stärke und Backpulver. Stärke rein, Backpulver rein. Bisschen Salz noch dazu, dann kann auch schon das Chicken folgen. Ingwer ist jetzt schön eingezogen und die Aromen gehen wir einmal drauf. Also jetzt können wir unser paniertes Chicken ins Öl geben, vom Körper weg. Wenn das ein bisschen Farbe bekommen hat, holen wir es raus, um es gleich zu glazen. Kommen wir jetzt zur Königsdisziplin. Jetzt formen wir unsere Pizza. Der Pizzaofen heizt schon vor. Geben wir den Teig jetzt auf die Semola. Zack, kommt perfekt raus, schön geschlossen unten. Jetzt können wir schon anfangen, den Teig zu formen. Einfach durch die Hände gleiten lassen, der wird sich von selbst in die Länge ziehen wollen. Wir müssen gucken, dass er ein bisschen größer ist als bei einer normalen Pizza. Wir brauchen ja Platz für unsere Cheesy Crust. Rand ein bisschen platt drücken. Dann habe ich hier jetzt Provolone-Käse, den ich einfach so ein bisschen halbieren werde und einmal schön für den Rand auslege. Echt wichtig, dass das luftdicht geschlossen ist beim Rand, weil sonst läuft uns ja einfach die Cheesy Crust auf die Pizza drauf. Ich habe sogar schon ein bisschen Hunger wieder, weil ich habe ja auch lange nicht so viel gegessen wie Franklin. Also jetzt Tomatensauce drauf. Mozzarella drüber. Der große Moment. So sliden wir die Pizza jetzt in den Ofen und hoffen aufs Beste. Also Leute, drückt mir die Daumen. Die größte Pizza, die ich hier gebacken habe, ist jetzt im Ofen. Aber das hier ist unsere Pizza und die kann sich, wie ich finde, sehen lassen. Jetzt wird es Zeit, wir haben extra noch bis gerade gewartet, damit es nicht nass wird oder so, dass wir unser Chicken einmal in unseren Glaze geben, von allen Seiten schön bedecken. Wir mit ein bisschen Sesam dran. Jetzt geben wir Chicken drauf. So ungefähr 2/3 von dem, was wir gemacht haben. Das sind wirklich ordentliche Chicken Pieces. Hier nochmal kurz reingeben. Jetzt schneide ich ein paar Frühlingszwiebeln. Nochmal als Topping, um diese asiatische Variante mit aufzunehmen. Das Chicken ist heiß, die Pizza ist kross. Und zu guter Letzt die Barbecue Sauce einmal drüber. Und noch die Frühlingszwiebeln für den Farbkontrast. Da sind wir wieder schön beim Foodporn. Dann bringen wir mal rüber. Hier sind wir jetzt zum Abendessen. Franklin, an der Stelle schon mal Dankeschön, dass du dich mit mir der Challenge stellst, beziehungsweise dass du dich der Challenge stellst. Ich esse so viel ich kann und du isst den ganzen Rest. Digga, ich muss mich bei dir bedanken, ganz ehrlich. Das ist ein Traum da draußen, für viele mal von dir einen Tag bekocht zu werden. Ich mache hier einmal den Rand auf, damit ihr sehen könnt. Da ist so der Cheese drin, der sich schön aufzieht. Guten Appetit, Leute. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, Daumen da lassen. Wir essen das Ding jetzt auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Auch die letzte Schlacht wurde geschlagen. Franklin, wir haben es geschafft. Gemeinsam über 10.000 Kalorien. Die genaue Zahl seht ihr eingeblendet, weil wir justieren das genau, dass ihr auch wirklich wisst, was hier auf den Tellern stand. Digga, also das zweite Stück, ich habe es nochmal gefaltet und da hat man wirklich gemerkt, dass es was ausmacht, in welcher Reihenfolge die Sachen auf die Zunge kommen, weil einfach gefaltet dieser ganze Juice so in die Mitte zusammenläuft. Wenn du dem Ganzen eine Note geben müsstest, was steht da drauf? 8,9. Wow. War ziemlich, ziemlich gut. Es war eine sehr, sehr überraschend gute Pizza, die echt geil geschmeckt hat. Und die Kombo hat funktioniert. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Bewertungen von heute. Geil. Ich danke dir, dass du da warst. Leute, 10.000 Kalorien. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das mal auf meinem Channel machen. Zum Glück war The Franklin da. Und, ganz kurz, ich wollte mal wissen, was war dein Lieblingsgericht heute? Weil wir hatten 2 Gerichte dabei, die du selber noch nie gemacht hast. Ganz klare Sache, French Toast. Echt? Der hat mich übelst umgehauen. Geil, das freut mich auch. Den werde ich auch definitiv nochmal machen. Der war next level krass. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schaut unbedingt bei Franklin vorbei. Dann seht ihr, wie wir einen Tag lang das Essen getauscht haben. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao, ciao. Ciao.